Das ist ja grauenvoll. Wie lange dauert denn das noch? Ach, was, das große Wasser ist doch nur ein großer Blödsinn. Auf eins würde ich wetten, Elera und Rapscuttle haben so ein Abenteuer nicht mal andeutungsweise erlebt. Heute Morgen waren wir noch in unserem sicheren Watership Down und schon jetzt weiß keiner von uns mehr, wo es lang geht. Naja, Kiha weiß es ganz bestimmt. Und er hat gesagt, wenn wir ankommen, ist er da. Das hoffe ich, Pipkin. Das hoffe ich sehr. Kiha! Nicht so schnell! Isru Dudu ist Pui für Kiha. Da kommt keiner mit. Wirklich nicht. So, na, dann wollen wir mal. Wer sind da, meine Süße? Ja, fein. Und vielen Dank. Gern geschehen. Das ist unsere Chance. Also raus. Und dass sich diesmal keiner verirrt. Und was jetzt? Es ist ganz anders, als ich erwartet habe. Aber du liebst ja Überraschungen. Wo sind wir hier bei Frith? Dann seht euch mal um. Wir sind da. Wir sind tatsächlich angekommen. Das ist also das große Wasser. So, und jetzt suchen wir Kiha. Wo denn? Da unten? Wir bleiben lieber im offenen Gelände. Da sieht er uns besser. Aber hier sind wir ungeschützt. Nein, es ist doch besser, wenn wir runtergehen. Dieser Weg führt nach unten. Und keine Spur von Kiha. Das große Wasser haben wir ja nun gesehen. Jetzt sollten wir schleunigst zurück nach Watership Down. Findest du nicht auch? Finde ich nicht. Wir suchen Kiha. Schon gut. Ich fliege zu ihm, so schnell ich meine Pfoten tragen. Das ist doch ein langer Weg darunter. Entschuldigung, wir wollen hier nur mal kurz durch. Keine Sorge. Tüh, übertreibe deine Freundlichkeit nicht. Hazel, frag die Kotschnebel doch mal nach Kiha. Gute Idee, Fiver. Ich werde sie fragen. Entschuldigung, wisst ihr vielleicht... Du kannst besser mit Vögeln reden. Versuch du es mal. Ich bleibe hinter dir. Nur für alle Fälle. Hallo. Ich bin Pipkin. Kann ich dich was fragen? Ich bin Kuluki. Mach es kurz. Ich muss brüten, wie du siehst. Ein trächtiges Kaninchen hätte ihm längst ein paar geknallt. Andere Geschöpfe sind nun mal anders. Reichlich anders. Wir suchen nach einem guten Freund. Kiha. Sag mal, kennst du ihn vielleicht? Was war das denn? Das sind doch Möwen. Wieso sind die denn so böse? Ach, ich habe das Gefühl, hier ist so gut wie alles anders. Sogar die Möwen, denen wir begegnet sind. Hochbeet! Hast du dir was getan? Das war kein Beinbruch, das war ein Steinbruch.
und alles ist hier entsetzlich scheußlich. Wo seid ihr denn bloß? Hazel, Pipkin! Hallo, Kiha! Wir sind hier unten! Der sieht uns doch absichtlich nicht. Kiha! Seht ihr, das wusste ich gleich. Seine Möwenfreunde scheinen ihm wichtiger zu sein. Wieso ruft ihr nach dem Mistvieh? Kiha ist unser Freund. Aber Möwen sind unsere Feinde. Nesträuber. Machen immer Ärger. Nicht alle Möwen sind gleich. Koloki kennt sie besser. Sie quälen uns Papageientaucher. Aber nicht Kiha. Hey, kommt ihr endlich runter? Oder muss ich erst kommen? Kannst du uns bitte helfen? Ich zeige euch den besten Weg nach unten. Kommt mit. Sehr nett von dir. Vielen, vielen Dank. Konrad, Falada! Freut ihr euch nicht? Zebu, alter Freund! Sag mal, hast du Katharina gesehen? Nö, die geistert hier irgendwo rum. Katharina, mein süßes kleines Federchen! Wo bist du, Katharina? Ach, endlich wieder festen Boden unter den Pfoten. Ui, was ist das denn? Der Strand. Kiha hat doch davon erzählt. Du liebe Zeit, der Sand ist heiß. Na los, wir suchen Kiha und dann geht's nach Hause. Aber was ist, wenn Kiha noch hier bleiben möchte? Au! Oh, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wieso sich hier jemand freiwillig aufhält. Es ist widerlich, scheußlich. Katharina! Ah, Katharina! Ah, Kiha! Katharina! Mein kleines Federchen. Kiha ist wieder zu Hause. Für immer. Oh, es ist super, ganz toll. Das Schwimmen ist wohl doch nicht so herrlich. Sonderbare Gerüche. Oh, es gibt noch viel Sonderbares, was rumliegt. Es ist besser, wenn ihr nichts davon anfasst. Wir wissen nicht, was gefährlich ist und was nicht. Hm? Wisst ihr eigentlich noch, warum wir hier sind? Wegen Kiha. Also weiter. Ich weiß, du wirst es lieben, wenn du es siehst. Watership Down ist ein wunderschöner Ort. Blackberry gibt dir das Gefühl, richtig zu Hause zu sein. Was stellst du dir vor? Ich soll hier weggehen? Weg vom Meer? Aber alle Kaninchen sorgen dafür, dass du dich wohlfühlst. Rede keinen Blödsinn. Aber Katharina, mein Federchen. Oh, da gibt's Fisch. Warte, Katharina, wir gehören zusammen. Welcher ist denn in Kiha? Der gute Kiha macht es uns wirklich nicht leicht, muss ich sagen. Notfalls können wir ihm hinterher schwimmen. Wir sind schon so weit gekommen, da wird doch wohl keiner aufgeben. Verschone uns mit deinem Sarkasmus, Hogbit. Das Wasser ist vergiftet. Das große Wasser ist salzig, hat Kiha gesagt. Auch etwas Außergewöhnliches. Warte, steh still. Den kriegen wir, keine Sorge. Sonderbare Tiere, wozu sind die da? Keine Ahnung, jedenfalls haben wir zu Hause eine Menge zu erzählen. Vorausgesetzt, wir kommen nach Hause. Mit.
Seht ihr, das ist ein Trick. Aber der kann uns nicht helfen. Vielleicht doch. Ui. Na los, mach schon, frag sie. Du weißt doch, wie man mit diesen Flügeltieren redet. Hallo. Entschuldigung, kennen Sie Kia? Tut dir was weh? Koloki hat schon recht mit diesen Möwen. Das große Wasser hat schon massenhaft Nachteile, wirklich. Wolltest du nicht? Kia wollte teilen. Boah. Verteidige deinen Anteil, sonst wird nicht geteilt. Ha, ha. Geh du mal wieder zu deinen hohen Hügeln und leb mit deinen pflaumenweichen Kaninchen, Ki. Ha, 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 ha. Oh. Das Wasser wird immer mehr. Vorhin war es noch nicht so hoch. Aber das ist doch gar nicht möglich. Offensichtlich doch. Komm, wir überfallen ein paar Papageientaucher und zerstören ein paar Nester. Was meinst du? Gute Idee. Endlich mal was Lustiges. Kaka weiß, was Katharina Freude macht. Warum wollt ihr denn die armen Papageientaucher quälen? Die haben euch doch nichts getan. Das hast du doch früher selber oft genug gemacht. Aber ich habe mittlerweile gelernt, dass es für alle besser ist, mit den Nachbarn in Frieden zu leben. Ich weiß wirklich nicht, was in Kiha gefahren ist. Die Papageientaucher in Ruhe. Kiha meint das ernst. Los, weg hier. Du bist nicht mehr der Kiha, den ich kenne. Dich liebt deine geliebte Katharina nicht mehr. Ich bedauere das sehr. Möwen sind manchmal überaus unangenehm. Nicht so wie die Kaninchen. Oh. Dann bist du also der Freund dieser Kaninchen. Ja, genau. Ihr bester Freund. Hazel hat recht. Ihr Möwen seid nicht alle gleich. Du kennst Hazel? Ja, sie sind zum Strand gegangen. Sie suchen dich. Was da unten? Es ist Flut. Ich danke euch, meine Freunde. Ich muss los. Hoffentlich ist den Kaninchen nichts passiert. Danke! Bigwig, da oben, sieh dir das an. Ja, los, rauf mit euch. Komm zu mir, Pipkin. Spring mir auf den Rücken. Aua! Hazel! Pipkin! Wo seid ihr? Pipkin! Hazel! Hey, das ist doch Kiha! Kiha!
Na endlich! Wo warst du denn die ganze Zeit? Das große Wasser steigt immer höher. Es hat uns bald verschlungen. Das ist Ebbe und Flut. Das passiert zweimal jeden Tag. Aber es geht ganz langsam. Aber für meinen Geschmack immer noch viel zu schnell. Ja, wie weit steigt es denn? Ach, na ja, was soll ich sagen? Ungefähr so bis da oben. Da oben ist ein Vorsprung. Da müssen wir nur irgendwie raufkommen. Oh, das schaffen wir nie im Leben. Was können wir tun? Kiha, denk nach. Ja, das ist es. Lauf nicht weg. Bin gleich wieder da. Wo sollen wir denn seiner Meinung nach hingehen? Es ist verdammt wichtig, Leute. Ihr müsst meinen Kaninchenfreunden helfen. Ruhe, wir schlafen. Hey, nun wacht endlich auf. Helft Kiha, bitte. Bitte? Warum sollten wir das tun? Warum? Weil wir Freunde sind. Die Kaninchen tun ja auch nichts für uns. Unsere Freunde sind sie nun mal nicht. Was haben diese Kaninchen überhaupt am großen Wasser zu suchen? Selber schuld, dass sie in Schwierigkeiten sind. Kinders, hast du dich verändert. Du hattest doch früher nicht so ein hartes Herz. Da ist kein Platz für Kiha, kein Platz für seine Freunde und kein Platz für irgendetwas Gutes auf der Welt. Na ja. Er war schon immer eine reichlich verrückte Möwe. Aber jetzt ist er wirklich völlig durchgedreht. Ja! Bitte helft unseren Kaninchenfreunden, die Flut steigt höher und höher. Warum fragst du denn nicht mal deine Möwenfreunde? Die können dir doch helfen. Möwen sind eben, tja, so wie sie sind. Gut, wir helfen euch. Du hast uns geholfen, deine Möwenfreunde zu vertreiben. Also dann, was sollen wir tun? Ihr müsst ganz schnell Muscheln sammeln. Steine, alles, was ihr finden könnt, und bringt das zum flachen Felsen. Okidoki. Macht schnell, meine Freunde! Wieso denn bloß immer ich? Hoffentlich hat sich unser Kiha im Dunkeln nicht verflogen. Er kennt die Gegend ganz genau. Er kommt zurück. Darauf kannst du wetten. Kiha! Hilfe ist schon unterwegs. Du hast deine Möwenfreunde zusammengerufen? Nee, eigentlich nicht, nee. Nein? Möwen sind... Und wer sind die? Die Papageientaucher! Wie richtig? Langsam fange ich an zu verstehen. Wo wartet ihr noch? Hogbit, hilf mir mal, das rauszuholen. Gott sei Dank habe ich kräftige Zähne. Ja, gut so. Sehr gut, ja. Ui, ui. Ui, ui. Super, Kiha. Echt super. Jetzt sind alle glücklich. Oh.
Und kein bisschen zu früh, würde ich sagen. Wir bleiben hier und warten. Das Wasser geht bald wieder weg. Du sagst, das Wasser kommt und geht zweimal am Tag? Oh ja, jeden Tag. Oh, hey, bring mich wieder auf trockenes, grasiges Gelände, bitte. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll, Kaloki. Wenn Kiha mal wieder was für euch tun kann, wird er das auch tun. In Ordnung? Schade, dass es unter den Möwen von deiner Sorte nicht mehr gibt. Ach, na ja, lass mal gut sein. Hier kommt Essen für dich und deine Kaninchenfreunde. Das ist wirklich sehr nett von dir, aber... Oh ja, vielen Dank, Loki. Ja, wirklich sehr, sehr nett. Vielen Dank. Wiedersehen. Wir müssen zu unseren Familien zurück. Nochmal danke, Loki. Gut gemacht, Pipkin. Ach nein, das wäre kein Leben für mich. aber er ist kein schlechter Kerl. Für einen Typen, der zu Hause bleibt und den Familienvater spielt. Oh. Wenn du erlaubst, werde ich. Aber bitte, sie gehören alle dir. Wir müssen nach Hause. Kommst du mit? Kiha wird so einiges vermissen. Aber ich gehe auch nach Hause, nach Watership Down.